Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 17 The Journey. Ja, endlich geht es weiter. Tut mir das wirklich, wirklich leid. Und ich bin auch froh für die Leute, die das jetzt wirklich noch weiter gucken. Es war jetzt wieder 3 Tage Pause. Es tut mir wirklich leid. Ich bin echt nicht hinterhergekommen. Es waren 2 neue Arc-Projekte sind gestartet. Ich hatte keinen Speicher mehr auf der Festplatte. Ich musste übelst schneiden. Arc nimmt so viel Zeit in Anspruch, was das Schneiden angeht. Und deswegen, ja, gibt's jetzt endlich wieder FIFA. Natürlich möchte ich die Story noch zu Ende spielen und deswegen spielen wir jetzt auch weiter. Wir sind immer noch Dritter an der Tabelle, haben das letzte Spiel unentschieden gespielt und ich war ein bisschen baff, was eure Kommentare anging. Denn 3 Leute oder so haben geschrieben, ja, stell bloß wieder runter auf Profi, wir wollen Siege sehen und keine Unentschieden. Nur weil ich unentschieden spiele, was stimmt denn mit euch nicht? Ein Spiel mal unentschieden und schon soll ich das runterstellen? Ich weiß ja nicht. So, wir gucken mal, was uns erwartet. Yeah, I need to pay my bill. I've actually never done that before, so I'm gonna need all the help that I can get. Credit card? Yeah, I have. First one of those two, actually. Jim, didn't expect to see you here. No, well, Catherine's working and Alex is a minor, you see. So he needs a guardian here when he discusses contracts, or had that slipped your mind? Jim, I'm not here to make him sign anything. Just show him. I would never do that. Yeah. All right, yeah, cheers. Phone company. Let's talk. Don't look so worried. This is good news. Ever seen yourself 30 feet tall, Alex? What? I'm talking about billboards. Adidas billboards, more specifically. Shut up. I'm serious. Adidas wants you in their new UK marketing campaign. Only pick a handful of players from the Premier League, and you're one of them. You've crossed over, Alex. The next step. If you're interested, you'll just have to take part in a photo shoot. Day's work, max. Photo shoot? I can do that. What do you think, Grandad? I don't know. I've never had anything like this in my day. You say it's just one day's work, right? No more? It's probably less, to be honest. A few hours. They're pretty good at these things. It's in their interest not to waste their talent's time. Well, I guess it couldn't hurt, eh? It's a nice little deal, Jim, but there'll be others. It's not about the money. It's about what you want your fans to think about you. Your legacy. About who Alex Hunter is. Take your time with this, Alex. Read it over. Discuss it with your family and with an eye for the long term. I'll leave you to it. You're a star in the making, Alex. Just be sure it's the star you want to become. Yep. Okay. Hört sich auf jeden Fall mal ganz gut an. Wir klicken mal weiter und gucken mal. Oh, nächstes Spiel gegen Crystal Palace. Ich spiele mit Hunter, habe ich gerade beschlossen. Ich weiß gar nicht, was wir letztes Spiel hatten. Ich glaube, letztes Spiel war mit der ganzen Mannschaft. Wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Aber es ist ja mittlerweile leider Gottes schon wieder ein bisschen her, als ich das letzte Spiel gemacht habe. Wir gucken mal bei Einstellung. Und gehen hier auf 6 Minuten. Lassen mal Weltklasse. Wir lassen mal Weltklasse. Einfach, um euch zu zeigen, dass ich es auch auf Weltklasse schaffe. Ich hoffe, jetzt schaffe ich es auch. Wäre ein bisschen peinlich, wenn nicht. So, dann guck mal Social Media an. Der Walker schreibt, zurück in der Premier League. Willkommen. Vielleicht darfst du von Anfang an ran, damit wir uns begegnen. So. Wäre schön, wenn Alex Hunter in der Startelf stünde. Wir brauchen Tore und der kann Tore machen. Klare Sache. Das englische Team scheitert im Moment kläglich. Es ist Zeit der Jugend. Okay, die Kommentare kennen wir ja schon alle. England braucht talentierte Nachwuchsspieler, die für unseren neuen Sprung sorgen können. Ja, ich würde ja sagen, wir kommen noch in die englische Nationalmannschaft, oder? Die Nationalmannschaft braucht junge Talente, Alex Hunter. Jo. Bin mal gespannt, ob wir noch in die Nationalmannschaft kommen. Heute ein Spiel aus dem Liga-Alltag. Für Sie am Mikrofon Wolfuß und Frank Puschmann. Also bei den Fans hier sieht das eher nach Festtag denn nach Alltag aus. Sie machen schon vor dem Anpfiff richtig gute Stimmung. Alter, gibt's da ein neues Update? Heute freuen wir uns auf das Spiel Chelsea gegen Crystal Palace. Die ganzen Einblendungen sehen jetzt anders aus. Und das ist doch ein normales Ligaspiel, dachte ich.
Grüß euch, Ray, die Stars sind da. Okay, Alex. Lass uns mal genauer auf die Teams schauen, Buschi. Denkst du, die zwei können heute Einfluss auf die Partie nehmen? Oh, Fabregas und Benteke. Beide haben innerhalb ihrer Mannschaft ein ganz besonderes Standing. Die sind extrem wichtig. Sieht jetzt auf jeden Fall anders aus. Stimmt, ich spiele nur Hunter. Hier also die Aufstellung des FC Chelsea. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Da haben wir die Startaufstellung von Crystal Palace. Komm ran, go, go, go. Alter. Macht er das Tor? Abseits. Ich wollte gerade sagen, sind ihn durchgesteckt. Oh, richtig knapp. Knappe Kiste. Komm, hast du. Oh, nicht jetzt aus. Ivanovic. Und Ivanovic kommt gleich weiter. Wieder zurück. Alex Hunter. Jetzt wird's gefährlich. Feuer. Fabregas. Oh. Das war doch super gespielt, ey. Los, ran. Townsend. Euch werde ich zeigen in den Kommentaren. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. So gewinnst du doch nicht. Spieler im Fokus, jetzt bin ich auch im Fokus, okay. Jetzt liegt's vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln, sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Alex Hunter. Mittelfeldspieler wäre vielleicht auch nicht schlimm gewesen. Da kann man den Ball wenigstens verteilen. Spiel raus. Oh, da bin ich da hin. Eden Hazard. Mit dem. Das macht er gut. Jetzt Hunter. Jawohl. Ein fantastischer Treffer. Ja. Der Ball geht flach ins Tor. Da konnte schön gespielt, schön gespielt. Den hat er klasse ins untere Eck versenkt, Buschi. Ja, und den wollte er genau dahin haben. Bam. Hier nochmal dieser Treffer. Ja, Hunter, Mensch. Melden wir uns ja gut zurück mit einer guten Folge. Der Trainer ist zufrieden. 5 Minuten gespielt, das erste Tor ist gefallen. Dan. Komisch aus, mit dem Lila und Grün und so. Ist das normal oder ist das ein Grafikfehler? Ich meine, ich hatte ja auch schon grauen Rasen. Also. Sie müssen schneller spielen, Mann, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Macht er ihn. Gut gemacht vom Torhüter. Cesc Fabregas. Alex Hunter. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da trennt er ihn fair vom Ball. Einwurf, der Ball war draußen. Spielt den Ball in den freien Raum. Ah. Nicht gut. Komm ran. Townsend. Holt euch den Ball. Nochmal ran. Wird's jetzt gefährlich. Komm, Ivanovic, du schaffst das. Oh, lass uns hier austanzen. Gute Flanke, aber mindestens genauso gut vom Verteidiger. Mann, lass den doch da nicht rumfummeln. Jetzt ist der Ball weg nach dem Hackentrick. Kriegen wir. Komm, gute William, komm. Gute Pass, machen Sie das Spiel breit. Hinten stehen Sie kompakt, aber kommen Sie jetzt vielleicht durch. Oh, ich wollte in der Mitte nochmal passen. Nun Joe Ledley. Townsend. Schade. Benteke jetzt am Ball. Komm ran da, der kann nichts. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Oh. Foul entschieden gegen Bernard. Oh, das gibt eine gelbe. Oh ja. Verdient. Hat er kein Land mehr gesehen. Ja, jetzt wird er sich in den nächsten Zweikämpfen zurückhalten müssen, sonst ist das Ding hier für ihn ganz schnell vorbei. Den hat er aber echt wie aus dem Bilderbuch abgeräumt. Sehr schön. Das alte Spiel, die Mauer versucht noch ein paar Zentimeter rauszuholen. Jetzt Eden Hazard. Oh, mal Konter hier. Chelsea geht hier nach vorne. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Schade. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke.
Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Nun Joe Ledley. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass. Und raus, das mit einer raus, solchen raus. Sicherheit. Sensationell. Flanke war nicht gut, einfach zu klären. Köpft er noch aufs eigene Tor hier, oder der was? Der Ball über die Linie, gibt Ecke. Guck mal, der persönliche Leistung. Schöne Pässe nach vorne, damit leitest du einen entscheidenden Beitrag zum Vorwärtsdrang der Mannschaft. Ah, der Trainer ist zufrieden. Ah, der kann nicht tricksen. Ich muss mir das noch freischalten mit dem Tricksen, ey. Schießt er ihn rein. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Hazard. Ich habe eigentlich schon guten Antritt und alles, aber ich finde mich immer noch ganz schön langsam. MacArthur. Das könnte gefährlich werden. Da zieht er ab. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Und nun Fabregas. Alex Hunter. Ah, Kacke. Da passt er auf. Jetzt müssen sie aufpassen. Und nun ein Schuss. Wichtig. Und nun ein Schuss. Den Ball hat er sicher. Das ist nicht ein Passspiel. Für Chelsea. Und Azpilicueta. Willian jetzt am Ball. Philipp Bernard am Ball. Da trennt er ihn vom Ball. Gibt's doch gar nicht. Und jetzt Einwurf für Chelsea. Geht direkt weiter. Schneller Einwurf. Soll ich den denn da kriegen? Holt er sich vollkommen problemlos. Ah, ihr müsst wieder aufpassen mit dem Kreisdrücken und diesem Ausfallschritt. Den darf ich nur machen, wenn ich den Ball auch kriege. Zu 100%. Saha. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Cesc Fabregas. Schön Seiten verwechselt. Mach auf. Genau, William. 3 Minuten gibt es noch zusätzlich in dieser Partie. Alexander jetzt. Ah, schade. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Gute Möglichkeit. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Leider war. Wie ist deine Meinung zum Auftritt von Alexander bis hierhin? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. 2 Schüsse, 1 Tor. Torprozent 50. Boah. Gucken wir mal, dass wir vielleicht noch einen einnetzen. Und jetzt geht's hier weiter. Krass, ich habe wieder volle Energie, Alter. Vollen Sprint. Ausdauer meine ich. Jetzt habe ich das Wort gefunden, was ich gesucht habe. Nun, Fabregas. Wird das seine Tor? Alter, wo geht der Pass hin? What the fuck? Es gibt Einwurf für Chelsea. Alex Hunter. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Jetzt vielleicht. Oh. Da ist er. Das Tor muss er machen. Oh. Der Plan hat hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe, aber die Umsetzung, daran hat es gescheitert. What? Also nicht eigentlich nicht die Umsetzung, sondern... Alex Hunter. Alter, Schiri. Da entscheidet er auf Foul, es gibt Freistoß. Sieht gut aus, der Pass kommt. Ah, Ball nicht richtig angenommen. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten.
Jetzt gehen sie alle weg. Jetzt Fabregas am Ball. Jetzt Matic. Boah, wen schickt er denn? Ach so, außen, okay. Und jetzt geht Hazard nach vorne. Den Ball blockt er. Er war noch dran, gibt Ecke. Alexander! Oh, sehr gut gemacht vom Hunter! Ah, das ist schade. Kein Problem. Der Torhüter hat den Ball. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Geht jetzt was über Hazard. Oh. Jetzt sind sie am Ball. Ja, hab ich eine schlechte Passansage, wenn der einen scheiß Pass macht. Ist klar, Chef. Ist klar. So, komm ran da. Defensive ist gut organisiert. Da ein kommen sie nur Torvorsprung durch. Ist nicht so cool. Das wird jetzt Abschluss geben. John Terry. Substitution for Crystal Palace. Coming off the pitch. Aspilicueta. Komm, lauf außen. Ma. Abwehr hat aufgepasst. Es sah so aus, als käme er durch, aber jetzt ist der Ball weg. Und nun Oscar. Alex Hunter. Ach, und das Kacke. War's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Und jetzt? Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Oh. Oscar. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Eckball für Chelsea. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Den Pass spielt er gut. Da kommt der Schuss. Oh. Hat einfach nicht genau genug gezielt. Ich werde mir jetzt gucken, ob ich noch so einen Fernschuss hinkriege. Ich glaube, das ist besser. Ich kann den Ball nicht immer ins Tor tragen. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Oh, was ist das? Dabei. Komm, ran da jetzt. Wir dürfen nicht nochmal unentschieden spielen. Dann das haben die in den Kommentaren recht. Dann beuge ich mich dem Willen. Da trennt er ihn vom Ball. Alter, Haus Maus da hinten. John Terry. Hm. Oscar. Cesc Fabregas. Und den spielt er gleich wieder zurück. Steiges Spiel, gute Idee. Oh, da war keiner. Chelsea bekommt einen Einwurf. Und jetzt Oscar. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Und er gewinnt den Zweikampf. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Jetzt Alexander. Bam. Klasse gespielt. Jetzt oh, wie er den noch rumfummelt da. Warum schießt er nicht gleich? Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. So nicht. Ran da jetzt. Sakko. Ran an Sakko. Und ab zur Party. MacArthur. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Oh, geh doch ran, Alter. Sehr schön. Super Einsatz! Da kann komm, ruf auf außen weiter. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Vielversprechender Angriff. Kacke. Aber da kommt doch noch einer dazwischen. Ward. MacArthur. Da liegt ein Spieler am Boden, wenn ich oh, richtig nein, gesehen was habe, war das für ein Pass, Alex, Alter? Irgendwas Muskuläres. Ivanovic. Na, pass aus. Oh. Es geht eng zu in dieser Partie. Jetzt wieder Chelsea. Die Blues führen hier mit einem Tor Vorsprung. Super. Ach, ich mach nur Kacke gerade, Leute. Und Cesc Fabregas. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Alex Hunter jetzt. Der Angriff könnte was werden. Eben oh. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar ach, scheiße. Scheiße.
Da küsst er dieses Alu. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Di Maria. Und jetzt also Chelsea. Hä, warum? Was hat er gerade mit dem Ball gemacht, Alter? Kriegen wir noch? Tolle Flanke. Der Ball wurde gut weggefaustet. Na, gewonnen. Das ist der Schlusspfiff. Und nicht gerade knapp, ja, Leute. Von wegen ja Profi und so. Sie gewinnen. Und das hatten wir eigentlich auch so erwartet. Danke, aber ich hätte danke, nicht danke. Damit gerechnet. Ach, jetzt hör doch auf. Kriegen wir jetzt wieder ein Interview, weil wir der Tolle waren? Der Tolle, echt. Wer war nochmal Erster? Ich habe schon wieder vergessen, wer Erster war. Ich glaube hier diese... Wo sind sie denn? Denkst du, ich sehe die gerade? Naja, egal. Das gucken wir gleich. Sieg ist Sieg. Alex, well done on scoring the winning goal. What was going through your mind as you saw it go in? Geil, ging mir durch den Kopf. Ich habe einen Sieg für das Team geholt. Das war mein Dank an den Coach. Das war ein tolles Gefühl. Dank an den Coach. It's always nice to repay the manager's faith in me by doing what I get paid to do. Just feels even sweeter when it's the goal that wins you the 3 points. So, Alex, man of the match. A special game for you or just another day at the office? Natürlich das was Besonderes. Freut mich ein Teil des Ganzen zu sein, immer schön Anerkennung zu finden. Ich mache nur meinen Job. Oh, der sagt immer was anderes. Komm hier. Karen, this is my job. You could kind of say the pitch is like my office. When I come to work, I come to win, to be the best. Awards like this are my job. I'm already thinking about the next match. Alex, the team seems set up in a particular way today. Any comment on that? Die fragt halt auch immer dasselbe. Das finde ich ein bisschen schade. Nur ein bisschen umformuliert. Das kann ich nicht kommentieren. Das hier, Strategie gehalten, hat alles geklappt. Well, it worked. Nah, in fairness, the gaffer had a setup right. We stuck to the plan. Unfortunately, we came up with a result. And we're done. Much appreciated. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Ja, die fragt irgendwie immer das Gleiche, bloß anders formuliert. Finde ich ein bisschen schade. Wäre auch mal cool, wenn so eine Frage um Walker sich dreht oder um einen neuen Sponsor-Deal oder keine Ahnung. Haben wir wenigstens ein bisschen was noch dazu bekommen? Ich meine jetzt natürlich an Stats. Ja, leider nichts verbessert. So. 5 Stunden später. So Leute, ich wollte sagen, an der Stelle machen wir erstmal einen Cut, beziehungsweise kommen wir noch zum Training? Zeig mal. Ne. Also machen wir an der Stelle erstmal einen Cut. Ach, Arsenal ist sogar Erster. Geil, die haben nicht gewonnen. Nur noch ein Punkt Unterschied. Gut, die Leute, an der Stelle, wie gesagt, erstmal einen Cut und wir kommen dann zum nächsten Spiel. Ach Quatsch, Arsenal ist gar nicht Erster, Alter. Tottenham ist Erster. Scheiße, 2 Punkte, aber trotzdem, 2 geht noch, kann man aufholen. Ja, dann erstmal vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr zugesehen habt, nach so langer Zeit wieder einschaltet. Vielen, vielen Dank dafür und wir sehen uns dann gleich zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Chris. Ciao.